verstehen. Ich war letzte Woche Freitag, war ich richtig faul. Wir waren hier oben in Fürfeld und haben diese Betonwände geladen. Ich meine, darin dürfte ich eh nicht filmen. In diesem Gelände. Sonne, ich sehe nichts. Bin ich heute Morgen hergekommen in meine Halle. Was sehe ich? Beziehungsweise mein Kollege hat es gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Spanenhals vom 4-Achs-Tieflader hängt 20 cm über dem Boden. Hing 20 cm über dem Boden. Jetzt mit unserem großen Stapler haben wir jetzt hochgehoben. Steht jetzt auf den Stützen. Ich frage mich nur, wenn ich absattel, ja? Wenn ich absattel, ist eins von den ersten Dingen, die ich mache. So sieht das aus. Eine von den ersten Dingen, die ich mache, ich mache meine ganzen Hähne zu. Waren aber alle gar offen, bis auf den hier. Also sag ich mal, waren in Arbeitsposition. Ich habe jetzt keine Handschuhe an, egal. Waren in Arbeitsposition. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich die vergessen habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Aber da ich das 100-mal gemacht habe, so zweifle ich daran noch etwas. Aber gut, alles gut. Es ist ja nichts. Ist ja nichts passiert. Der Tieflader steht wieder so. Und dann hänge mal schnell um. Dann geht's gleich weiter. Ablauf heute Morgen. Ich fahre jetzt erstmal rüber nach Worms. Lade unseren R938. Der geht dann hoch nach Kiedrich. Ich dachte, ich wäre Kiedrich geweiht, aber ich soll nicht denken, ich weiß. Heute noch steht noch ein 938 von der Liebherr an, der muss noch gefahren werden von Ludwigshafen nach Mainz. Wird vermutlich am Samstag vor meinem Urlaub kommen. Gehe ich mal aus davon. Ich habe mir übrigens ein Mikrofon zugelegt. Ich hoffe, man kann den Unterschied hören. Ich hoffe, dass das Teil überhaupt geht. Nicht, dass ich jetzt aufnehme und hab keinen Ton oder so. So, irgendwo auf der anderen Seite steht der Bagger, hat mir der Baggerfahrer gesagt. Jetzt ist die Frage, wo ist die andere Seite? Wo ist
ist die andere Seite. Thank you.
oder nicht. Hab zwar mein Begleitfahrzeug dabei hinten, aber wir fahren mal durch. Ne? Schild. Ah gut, okay, die Baustelle ist links, da steht ein Gerüst, das passt alles. Müllauto bleibt stehen. Müllauto. Soll ich vorladen?
nach Mainz morgen früh. Oder heute noch, eigentlich heute noch. Aber es klärt, meine Dispo klärt es jetzt gerade ab, ob ich dann, wenn ich in Ludwigshafen geladen habe, ob ich da heute überhaupt noch leer machen kann. Der muss wieder irgendwo in Mainz in so ein, ja, so ein bescheidenes Gässchen halt. Mal langsam in Richtung Ludwigshafen, in Richtung Liebherr. Kamera hätte ich keine dran, Marine, ne? Aber wenn ich die Kamera dran mache, dann wird es bestimmt nicht mehr so spektakulär, wie die Einfahrt eben war. Wieder feststellen, eigentlich brauche ich hierdurch 12 Augen oder so. 6 Paar Minimum. Musst vorne gucken, muss hinten gucken. Auf der anderen Seite, ich fasse es nicht, ey. Ich fasse es nicht, ich fasse es nicht, ich fasse es nicht. Steht ein LKW auf der anderen Seite hier. Ihr habt es doch alle nicht mehr. Fahr halt ein bisschen auf die Seite, mach deine Plane zu. Den herzlich wenig, glaube ich. Ja, du musst jetzt stehen bleiben. Komm her, komm da rein. Komm her, komm da rein. Willst du nicht? Okay, dann fahre ich. Dann fahre ich.
1,5 Tonnen Anlieger frei. Okay. Das ist doch wieder perfekt für mich hier. So, jetzt hier noch rechts um die Kurve und dann müsste ich auch schon da sein. Hier fahren nicht viele große Fahrzeuge durch. Na komm. Warte kurz. Ah, da fahre ich schon die Baustelle. Gut. Ja, nicht. Einfach in der Mitte stehen bleiben. Das ist okay. Weil dann soll ich nie hinkommen. Das ist mal ein richtig gattiger Service hier. Ich darf hier oben abladen. Ah, Scheiße. Sicher hätte ich jetzt hier ein bisschen hochheben und konnte es heute mal so geregelt kriegen. Ich darf hier rein, fahre dann einmal quer rückwärts durch die Baustelle. Fahre dann die erste Einfahrt hier vorne, die man als erstes gesehen hat, die fahre ich dann wieder raus. Ach, ja, hat doch schon verloren, der Kollege. Bergab. Das sehen wir auch nicht da. Ein bisschen da.
da gelangt, hä? Das kann man nicht lernen, sowas. Das war Zufall. Hast du eine Kamera an? Du kannst steuern, ja. Lenke kann ich, ja. Eine Kamera oder was? Gar nichts. Das war aber echt gut. Gar nichts. Das war, wie gesagt, das war Zufall. Blindes Huhn findet Ambo keinen, weißt du? Ja, aber ich habe schon mal was anderes gemacht. Hey, ja. Ich hab einen adeligen Beruf gelernt, aber seinem Bund fahre ich. Ja, das ist schon ein Spezialist, das sag ich. Oh ja. So, zum Schluss noch ein paar Sätze von mir. Und zwar, wie schon erwähnt, befinde ich mich gerade in meinem Sommerurlaub. Die Folge vom kommenden Samstag ist auch schon fertig. Die wird auf jeden Fall kommen. Danach wird unter der Woche sehr wahrscheinlich, mal gucken, wie ich Zeit habe, aber geht mal davon aus, dass keine Folge am Mittwoch erscheinen wird. Samstag dann am 6.8. kommt wieder eine Folge und danach sollte es wie gewohnt im Samstags-Mittwochs-Rhythmus weitergehen. Ich hoffe, das ist okay. Muss auch mal etwas Freizeit genießen. Ja, dann beende ich diese Folge hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Dann sehen wir uns zunächst am nächsten Samstag wieder. Und dann habt ihr mal ein paar Tage Ruhe vor mir. Vielen Dank für alles. Bleibt gesund. Bleibt sauber. Haut rein. Tschö.